Das Fest von Leichnam ist das Glaubensbekenntnis der katholischen Kirche auf Straßen und Wegen. Es wird an einem Donnerstag gefeiert zum Gedenken an die Einsetzung der Eucharistie durch Jesus Christus am Vorabend seiner Kreuzigung. Das Allerheiligste wird nach draußen aus dem Kirchenraum getragen und in einem Umzug dem Volk gezeigt. Das Neue daran ist, dass man den Herrn in der Gestalt des Brotes mitträgt. Das war nicht zu allen Zeiten unumstritten. Viele Kirchenoberen waren der Meinung, das wäre nicht im Sinne Gottes. Und so gab es auch viele Streitereien um die Ausübung dieses Festes. Einen gemeinsamen Namen hat man zunächst auch nicht. In manchen Gegenden wurde es lange Zeit Bluttag genannt. Um in dieser Feier zu zeigen, dass sie sich zu ihrem Glauben bekennen. Wenn wir uns hier gemeinsam zum Glauben bekennen, dann wünsche ich, dass diese gemeinsame Feier des Bekenntnisses unsere Hoffnung stärke. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünde der Welt, gib uns deinen Frieden. Seht, hier ist Christus, das Lamm Gottes. Er nimmt hinweg die Sünde der Welt. Prozessionen gab es in der Christenheit seit Urzeiten. Umzüge gehören zum Brauchtum vieler Religionen. Den Gläubigen soll bewusst werden, dass man unterwegs ist, dass der Weg unseres Lebens nicht nur um des Zieles willen geschieht, sondern sich auch in den Umzügen erfüllt. Wir werden in Gebet und Gesang miteinander wechseln. Das Fest von Leichnam ist aufgrund von Visionen der belgischen Nonne Juliana zum ersten Mal im Jahre 1246 gefeiert worden. Bischof Robert hat es in Lüttich in der Martinskirche eingeführt. Es breitete sich schnell aus und wurde schon im Jahre 1264 durch Papst Urban IV. Für die gesamte Kirche als verbindlich erklärt. Besonders in den deutschen Landen hatte sich das Fest sehr schnell verbreitet. Es wurde mit den Flurumgängen verbunden, den Bittprozessionen für eine gute Ernte. Die Prozession ist aber auch eine Demonstration nach außen. Der Glanz der katholischen Kirche soll zur Geltung gebracht werden. Das wandernde Gottesvolk wird sichtbar gemacht gegenüber den Andersgläubigen. Es ist das Jahr 1202. In einem Kloster in der Nähe der Stadt Lüttich lebt ein kleines Mädchen bei den Nonnen. Sie heißt Juliana von Corneliberg. Vor 4 Jahren sind ihre vermögenden Eltern gestorben. Da sie keine weiteren Verwandten hat, die für sie sorgen könnten, haben die Spitalschwestern sie bei sich aufgenommen. Im Wirtschaftshof, der der Krankenstation angegliedert ist, bringt man sie unter. Und so wächst sie dann auf in dieser ländlichen Idylle, umgeben von mancherlei Tieren, mit denen sie die Tage verbringt. Immer dabei eine Bibel, durch die sie sehr schnell das Lesen erlernt. Was sie dabei erfahren hat, erzählt sie ihren Freunden, den Tieren. Mit 20 Jahren wird sie zur Nonne geweiht. Mit tiefer Inbrunst erlebt sie den Weihevorgang und damit verbunden die Vorahnung für die Wandlung des Leibs Jesu Christi in Brot, in die Hostie, welche in der Monstranz auch bewahrt wird. Sie zeigt eine große Frömmigkeit und einen Gebetseifer, der die Nonnen in Erstaunen versetzt. Sie lernt schnell die lateinische Sprache und versucht immer tiefer in den Geist der Heiligen Schrift einzudringen.
Neben anderen Büchern der Christenheit sind es die Schriften des heiligen Augustinus und des Bernhards von Clairvaux, mit denen sie sich besonders beschäftigt. Mit brennendem Eifer entzündet sich ihre Liebe zu Jesus Christus. Sie kann es nicht verstehen, dass die Kirche kein besonderes Fest zu seiner Verherrlichung feiert. Am stärksten aber bewegt sie das allerheiligste Altarsakrament. Dieses Geheimnis erscheint ihr so erhaben und unbegreiflich wie die göttliche Menschwerdung. Wegen des großen Altersunterschieds zu ihren Mitschwestern steht ihre Tätigkeit im Kloster unter schlechten Vorzeichen. Sie sondert sich mehr und mehr ab, sie weicht den geselligen Veranstaltungen aus und sieht ihre Aufgabe neben den Gebetsvorrichtungen in der Pflege der Kranken und Hilflosen. Aufgrund ihres Eifers wird sie im Jahre 1222 im Alter von 29 Jahren die Priorin des Hauses von Montcornon. Sie versucht sich jetzt mit dem Schreiben, denn seitdem ihr zum ersten Mal die Vision vom Monde überkommen ist, bringt sie in mehreren Schriften die Notwendigkeit der Einführung eines Festes zur Huldigung Gottes zum Ausdruck. Jetzt hat sie auch die Stärke und das genügende Ansehen, sich über ihre Visionen öffentlich zu äußern. Sie teilt dem einflussreichen Bischof Robert von Lüttich ihre Eingebungen mit, der sich dann ihrer Auffassung anschließt und in der Kathedrale Saint-Martin dieses Fest zum ersten Mal feiert. Während sie an dieser Stelle einen großen Erfolg erzielt, wird sie wegen der vielen Neuerungen und der Strenge, die sie in ihrem Kloster einführt, von den Nonnen bekämpft und nach vielen Streitigkeiten aus dem Hause getrieben. Eine Kirchenkommission untersucht den Fall. Man wirft ihr sogar Gotteslästerung vor. Nach langer Beratung entzieht man ihr das Amt der Klosteroberin. Außerdem wird es ihr untersagt, über ihre Visionen vom Monde etwas verlautbaren zu lassen. Juliana muss an verschiedenen Orten Zuflucht suchen. Sie kommt bei Bauern unter und verdingt sich sogar als Magd. Eifersucht und Missgunst verfolgen sie überall. Der Ruf, dass sie von immer wiederkehrenden Visionen begnadet sei, dringt aber doch bis in die höchsten Kirchenkreise vor. Man setzt erneut eine Kommission zur Untersuchung ein, der auch der spätere Papst Urban angehört. Juliana wird gegen alle Verleumdungen gerechtfertigt und wieder in ihr Amt eingesetzt. Mit aller Energie setzt sie sich nun für die Einführung des Festes zur Verherrlichung Gottes ein. Doch es ist ihr, selbst nach jahrelanger aufopfernder Tätigkeit, nicht vergönnt, die Genugtuung für die Richtigkeit ihrer Auffassung zu erhalten. Bei den jetzt mehr und mehr aufkommenden Fronleichnamsfestlichkeiten erwähnt man sie nicht. Sie finden auch meist ohne sie statt. Man verfolgt sie wieder und treibt sie zum zweiten Male aus ihrem Amt. Nach einigen Jahren, nachdem sie an mehreren Orten gelebt hat, lässt man sie im Wirtschaftshof des Klosters wohnen. Dort, wo sie als kleines Waisenkind zu den Nonnen gekommen war, lebt sie jetzt in größter Armut und Abgeschiedenheit bis zu ihrem Tode. In den Visionen vom Monde ist Juliana dieses Himmelsgestirn als die Form der Verkörperung Gottes im Brot erschienen. Die Hostie,
die in der Monstranz getragen wird, ist auf ihre Eingebung zurückzuführen. Wenn die Gläubigen dem vorangetragenen Himmel und dem Allerheiligsten durch die Straßen folgen, werden die wenigsten wohl wissen, wem sie dieses Fest zu verdanken haben. Ein kleines Mädchen, ohne Eltern aufgewachsen, aber mit einem starken Willen und Glauben beseelt, hat sich in das Buch der Kirchengeschichte eingetragen. Von Leichnam hat über die Jahrhunderte die christliche Botschaft unter die Menschen gebracht.